your attention, please. Seid gegrüßt, meine lieben Good Game Empire Freunde. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von meinem Good Game Empire Let's Play. Heute im Zeichen des Forscherturms. Und wir haben ja neue Forschung bekommen. Ab Stufe 6 können jetzt die neuen Spieler direkt schon den Forscherturm bauen. Und die neuen Forschungen, die haben wir uns noch gar nicht so richtig angeguckt. Ich habe Kraftübungen jetzt schon komplett durchgeforscht. Auf Stufe 3 verringert die Rekrutierungszeit von Einheiten in eurer Hauptburg. Ja, 15 Sekunden ist die Höhe des Effekts. Und ich sag mal so, ich habe jetzt gerade ein Festlaufen. Ich habe jetzt, weil ich vorhin unten war in der Küche, habe ich jetzt 6 reingehauen. Normalerweise, wenn ich rekrutiere, wenn ich ein Fest mache, wenn ich am PC bin, dann haue ich immer einen nur rein. Und wir können mal gucken, wie lange ich jetzt dafür brauche. 3 Minuten. Ist natürlich auch noch abhängig davon, dass wir die Feuer jetzt hier haben. Wir haben nämlich eine Unruhe von 380%. Von 380, Entschuldigung. Und im Moment habe ich 257% hier. Upsala. Ja, von einer Baugeschwindigkeit. Ich habe in La zurzeit keine Feuer. Ich glaube, ach ja, genau, da habe ich auch den Übungsplatz. Ihr wisst ja, dass der Übungsplatz auch einiges macht. Da würde ich jetzt für 6 brauche ich noch 13 Minuten. Und ich kann mal einen reinhauen. 2 Minuten 47. So. Dann gehe ich auf die Ali. Und dieser braucht 2 Minuten 55. So. Schneller sind die Königsgarde Speer und die Königsgarde Wachen. Also die sind viel, viel schneller. Ihr seht also, dadurch, dass ich jetzt keine Brände habe, ich habe jetzt knapp 1000, nicht ganz, von Dev-Einheiten. Hoppala. Und, ups. Oh, der liebe Star-Eye meldet sich hier in unserer Folge. Ja, cool. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich irgendein Beef mit dem habe. Habe ich nicht. Also ich habe auch keinen Konkurrenzkampf oder so mit ihm. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut mit unseren Videos. Ich mache ja eher so diese Let's Play-Schiene und er macht halt diese Let's Show-Schiene. Gibt halt super, super gute Tipps, wie man in diesem Game weiterkommen kann, ne? Und dann habe ich auch noch einen Kommentar gehabt, darauf würde ich ganz gerne nochmal schnell eingehen, bevor wir wieder in den Forscherturm gehen. Ich soll mal die Events zeigen und Angriffe. Ich habe am Anfang meines Let's Plays gesagt, dass ich keine Angriffe zeige, die ich mache, denn meistens bin ich in wirklich großen, starken Allianzen und da wollen die das einfach nicht. Das ist dann halt die Voraussetzung, dass ich hier spielen kann in den Allianzen, dass ich halt keine offensiven oder defensiven Sachen zeige, die halt so allianzbedingt sind. Ich habe mal Ruhmangriffe, habe ich mal mit euch gemacht. So bestimmte Sachen kann ich auf jeden Fall zeigen, aber einige Dinge halt nicht. Und ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt hier diese Events filmt. Also da könnt ihr, wie gesagt, da weise ich euch gerne nochmal auf den Kanal von Star-Eye hin. Der hat, ich pack den, glaube ich, nochmal mit in die Beschreibung rein. Der macht das. Also wenn ihr wirklich so diese Events durchgerusht sehen haben wollt, dann solltet ihr bei Star-Eye vorbeischauen, denn ich mache sowas nicht. Vielleicht irgendwann mal, ich weiß es nicht, sag niemals nie, aber momentan auf jeden Fall nicht. Ich zeige euch hier mein Game, ich zeige euch, was so passiert und deswegen zeige ich euch jetzt auch, wie weit wir in den Forschungen sind. Das ist auch ganz interessant für mich, da jetzt mal reinzugucken. Ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Ihr seht also, auf jeden Fall können wir jetzt gerade forschen und ja, wie gesagt, Kraftübungen macht nochmal minus 15 Sekunden und hat auch nicht viel gekostet und war auch ruckzuck fertig. So, Handwerkskunst macht die Produktionszeit verringert die von Werkzeugen in der Hauptburg. Ich denke mal, wird auch auf Stufe 3 5 Sekunden sein. Dauert 16 Stunden 23 und kostet 40 Holz und 40 Stein und das trifft sich gerade gut, denn ich habe nicht so viel Stuff. Da ich ja brenne und wirklich viel meine ganzen Burgen versorgen muss jetzt gerade, ich dann immer offenes Tor mache und meine ganzen Sachen verschicke, damit die Gegner meine guten Sachen nicht bekommen, habe ich dann natürlich immer leere Lager und muss dann erstmal gucken, dass ich meine Feuer irgendwie gelöscht bekomme. So, jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal auf den Rucksack gehen. Oder warte mal, wir machen jetzt erstmal Stockbetten. Das erhöht ja die Bevölkerung in der Hauptburg und ich habe gehört, dass das nicht auf die öffentliche Ordnung eingeht. Also da müssen wir mal schauen.
Wir könnten eigentlich das jetzt mal erforschen, dann könnten wir auch selber sehen. Aber ich werde mal bei einem Kumpel vorbeischauen, bei Bad Girl 2. Der hat es nämlich erforscht und der wollte mir eigentlich sagen, weil er sich vorher die Produktion aufgeschrieben hatte, ob das irgendwas beeinträchtigt. So, Rucksack. Erhöht den Beuteplatz aller eurer Einheiten. Das heißt, ich habe 1% mehr Beuteplatz auf meinen gesamten Einheiten und das finde ich richtig nice. Also 1% macht schon viel aus, wenn du wirklich viele Soldaten schickst, ne? Dann kann so ein Prozent kann ganz schön was ausmachen. Und können wir genau 5-mal erforschen, kostet auch wieder nur 80 Holz und 120 Stein, finde ich sehr, sehr gut, gerade für die kleineren Level. Und gehen wir mal weiter. Und boah, während ich meine Videos manchmal sehe, da denke ich mir, wieso sagst du eigentlich so oft und oder oder naja, ist manchmal so, ne? Freischalten mit Stockbetten Stufe 3 würden wir dann. Schmelzofen verringert die Kosten bei der Weiterverarbeitung von Ausrüstungsgegenständen. Finde ich auch super. Also gerade die Ausrüstungsgegenstände, die kosten ja manchmal eine Menge, wenn man die macht. Und auch wenn man dieses Event hat. Ja, dann kann man schon mal echt einiges an Gold da lassen. Und das finde ich echt gut. Ich denke mal, dreimal kann man es machen, wird 3% sein. So, wenn wir Rucksack freigeschaltet haben auf Stufe 5, dann bekommen wir den Forscherdrang. Und das ist richtig cool, verringert die benötigte Zeit für Forschungsprojekte. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen höher an Effekt gewinnt, wenn wir weiter forschen. Beziehungsweise, ja, wenn wir auf Stufe 3 sind. Auch die Bildchen sind wieder super schön. Also, ich finde das nice. Und ja, Höhe des Effekts minus 300 Sekunden. Könnte ruhig mal minus 300 Minuten sein, oder? Ja, was haben wir jetzt? Stockbetten hatten wir. Beziehungsweise hier Schmelzofen. Jetzt kommen wir zu. Mit Handwerkstufe 3 können wir das freischalten zur Baumschule. Das erhöht nämlich die Holzproduktion pro Stunde in unserer Hauptburg und das ist plus 16 dann. Also plus 16 Höhe des Effekts. Freischalten mit Handwerkstufe ist die Spitzhacke und erhöht die Steinproduktion pro Stunde in eurer Hauptburg. Beide Sachen können wir dreimal ausbauen. Ja, und dann haben wir es, ne? Plus 10 und ich weiß nicht, also hier ist ja plus 16 und hier ist plus 10. So, dann haben wir hier Pflug. Erhöht die Nahrungsproduktion pro Stunde in eurer Hauptburg. Das können wir auch dreimal machen und das ist die erste Höhe des Effekts ist plus 32. Da kann ich nur sagen, Leute, wir brauchen immer Nahrung und wenn wir mehr Nahrung bekommen können, ist das sehr, sehr nice. So, jetzt geht es aber noch weiter hier unten und zwar würden wir mit Forscherdrang Stufe 3 das Kraftfutter. Erhöht die Reisegeschwindigkeit eurer Handelskarren auf dem Weg zu euren Burgen. Finde ich auch super. Ist plus 2%. Kann schon viel ausmachen. Und ja, alles, was uns hilft, ein bisschen schneller voranzukommen, finde ich super. Und diese Sachen sind neu und deswegen können wir die gut einbauen in unserem Game. Und ja, finde ich gut. Dann kommen wir mit Freischalten mit Baumschule Stufe 3 und Spitzhacke Stufe 3 und Flugstufe 3. Das heißt, die ganzen drei Dinger hier oben müssen wir freischalten. Dann bekommen wir Schildknappen. Das erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte bei Kämpfen. Ja, ich denke mal auch, dass das für die Legenden-Erfahrungslevel gilt. Wäre cool. Da sind wir aber noch nicht fertig. Und zwar, wenn wir hier die Schildknappen freigeschaltet haben, kriegen wir übrigens zweimal, können wir das machen. Da kommen wir zum Gutachter. Und der erhöht die Chance, bessere Ausrüstungsgegenstände zu finden. Ja, ob das alles so funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich hatte schon mein Wappen geändert in Ausrüstungsgegenstände, macht 5, plus 40%. Dann habe ich einen super Feldherrn mit zusammengebaut, der meine Ausrüstungsgegenstände erhöht. Hat nicht so ganz hingehauen, finde ich. Also ich finde da keinen Unterschied. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein bisschen buggy, vielleicht meine ich das auch nur. Vielleicht habe ich auch gedacht, ich kriege, wenn ich so ein 80% bessere Ausrüstungsgegenstände finden, so ein Ding, dann würde ich direkt ein legendäres finden beim ersten Mal. Also ich weiß nicht. Ich habe das oft versucht, ich habe die Feldherren oft geschickt. Keine Ahnung. Ihr könnt gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung damit ist. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen könnten. So, freischalten mit Schildknappen Stufe 1 wäre dann Zinsen und das erhöht die Steuereinnahmen 1%. Finde ich cool. Ne? Also Steuereinnahmen ist immer gut, wenn wir dafür keine Wohnhäuser bauen müssen, ist sehr, sehr nice und ja, da freue ich mich. So, und dann haben wir als letztes noch freischalten mit Kraftfutter Stufe 5.
Erhöht die erhaltenen Ruhmpunkte bei der Schlacht. Ist auch plus 1%. 1% geschenkt dann. Also finde ich super. 5-mal. Hoffentlich kriegen wir dann 5%. Ja, guck mal, überleg mal. Wenn wir haben dann vielleicht dann auch noch, sagen wir mal 15-20% plus Ruhm auf unserem Feldherrn. Wir können unsere Wappen hier umändern mit dem Ruhm. Ne? Gut, okay, ich habe jetzt das gekauft, das habe ich mir gegönnt. Wir kriegen dann vielleicht 5% plus für die Flugblätter. Und wir haben im Moment auch noch den Banner des Ruhms. Ist gerade nur 10%, aber wir haben auch manchmal schon 50. Und überleg mal, wie viel Ruhm wir dann machen könnten. Also es lohnt sich wirklich, alles auszubauen und ja, dann einen gezielten Ruhmangriff zu machen und wirklich alles einzustellen. Den Feldherrn mitzunehmen, hier den Wappen mitzunehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier gerade 14%, aber ich würde ganz gerne, glaube ich, mal mein Symbol ändern. Die Holzproduktion. Das wäre ja nicht schlecht. Hier seht ihr, also ich habe 20% drauf. Wenn ich das einmalig habe, dann habe ich 40%. Ne? Nahrungsproduktion wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil in meiner Eisburg habe ich jetzt gerade echt Probleme. Aber ich glaube, ich nehme die Holzproduktion, denn ich habe gerade, oder warte mal, was habe ich denn an Stein? Ich glaube, warte mal, erhöht den Ruhm für Angriffe. Guck mal, da haben wir sogar einen 20-prozentigen, kostet aber 32k. Das ist mir ganz schön viel. Echt. Na, ich glaube, ich nehme jetzt erstmal die Nahrungsproduktion. 8%. Und mache dann 8 Tage. Sehr gut. Ja, ich brenne immer noch. So, kommen wir zu den alten Forschungen. Jetzt sind wir die neuen durchgegangen. Jetzt schauen wir natürlich mal, was wir hier so haben bei den alten Forschungen, wie weit ich da schon bin. Da würde ich ganz gerne erstmal mit euch in die Wirtschaftsproduktion schauen. Und ihr seht, also so viel hat sich da noch nicht getan. Ich habe auf jeden Fall schnell versucht, 3-Felder-Wirtschaft, die plus 20% Nahrung zu erforschen. Denn das, da würde ich auf jeden Fall als allererstes drauf hin. Denn es macht schon viel aus, wenn man die 3-Felder-Wirtschaft hat. Plus 20% Nahrung in allen Burgen, also es ist schon nice. Ja, als nächstes würde ich dann die Schrotsäge und sowas alles hier bei mir persönlich ausbauen. Denn ich merke gerade jetzt in Kriegszeiten, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man irgendwie dann Rohstoffe noch verkarren muss oder so und die retten muss oder vielleicht dann in die Alikasse spenden muss. Da merke ich wirklich, wie wichtig das ist, Steinspaltung und Schrotsäge hier erforscht zu haben. Na, ihr seht, das dauert jetzt bei mir, ich würde dann plus 16% bekommen, dauert 126 Stunden, knapp 127 Stunden Forschungszeit. Und ja, dafür habe ich noch nicht mal genug Holz und genug Stein. Aber warte mal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt erstmal hier Handwerkskunst erforschen. So, habe ich nämlich extra gewartet. Ja, Radreifen plus 60 ist auch eine tolle Sache. Ich hätte dann den Effekt plus 75 und erhöht die Reisegeschwindigkeit eurer Handelskarren auf dem Weg zu euren Burgen. Wir können das Ganze noch beschleunigen. Das finde ich auch richtig nice mit unseren Beschleunigern. Ja, ich liebe es. Also ich würde da Good Game Empire wollte ich sowieso mal anschreiben, denn wir haben ja im Moment überhaupt gar nicht mehr hier dieser Alchemie-Kram. Ne? Also wo wir Raubritterburgen angreifen mussten für dieses Alchemiezeug, diese Yggdrasil-Wurzel und sowas alles, die kommen gar nicht mehr. Ich weiß nicht, also die sind klangstill und heimlich sind die verschwunden. Da wäre es doch vielleicht nicht schlecht, wenn wir jetzt dafür dann hier diese Beschleuniger sammeln müssten und da dann wenigstens dann die Kelchpunkte. Ne? Also ich sag mal so, die müssten dann wirklich auch zurückgesetzt werden, denn die Leute, die Kelchpunkte schon haben, durch dieses Tobiotikum oder wie das hieß, ja, die sind natürlich im Vorteil, ne? Und können dann auch in der Rangliste von den Kelchpunkten auf jeden Fall höher aufsteigen als die Leute, die jetzt da noch nichts gemacht haben. Ne? Ja, Feudalabgaben ist auch eine schöne Sache. Gibt dann plus 16% beim nächsten Mal und ich glaube, das letzte auf Stufe 5 ist plus 20, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, gibt dann auf jeden Fall mehr Steuereinnahmen. Ja, ich muss noch einiges erforschen. So, hier, Schubkarre. Erhöht den Erhalt an Erfahrungspunkten beim Bauen und Ausbauen von Gebäuden. Was das mit Schubkarre zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Da würde ich ja eher dran denken, dass ich da mit der Schubkarre meine Rohstoffe schneller oder vielleicht mehr Handelskapazität dann habe. Aber gut, die erhöht den Erhalt an Erfahrungspunkten beim Bauen. So, die Radreifen, genau, das sind die Radreifen nämlich, die Reisegeschwindigkeit mit den Handelskarren, ne?
Das ist ja nicht schlecht. So, weiter. Da haben wir gerade, bin mal drauf eingegangen, Dreifelderwirtschaft. Jetzt kommen wir zu Sachen, die bei mir auch noch ziemlich neu sind. Würde ich dann freischalten mit Schubkarre Stufe 5? Stufe 3. Geldtransport. 12 Stunden Steuereintreiber Münzen kosten nur noch Münzen. Und das Ganze müssen wir mit Rubinen bezahlen. Also das können wir nicht normal, warte mal, beschleunigen geht jetzt hier auch nicht, ne? Hier können wir nur die Handwerkskunst. Ja, müssen wir mit Rubinen bezahlen. Würde 1962 Rubine kosten. Nein, das ist doch Blödsinn. Das würde 1962 Rubine kosten, das sofort fertigzustellen. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier steht nichts, was das kostet an Rubine. Kann ich euch nicht sagen. So, verstärkte Achse. Das finde ich nämlich geil. Das erhöht die Transportkapazität eurer Handelskarren. Also das finde ich richtig geil. Geht 10 Mal hoch zu pushen und da werde ich auch jetzt bald drauf eingehen. Da freue ich mich schon drauf, das zu erforschen. Aber alles geht nun mal nicht. Und ich denke, ich werde jetzt erstmal die Sachen, die neuen Sachen im Forscherturm erforschen. So, dann haben wir Karawane. Verringert die Reisezeit eurer Rohstofftransporte in andere Königreiche. Und mit verstärkter Achse und Karawane Stufe 2 würden wir dann Genie. Das erhöht nämlich die Forschungsgeschwindigkeit und das ist richtig nice. 10%. Ich glaube, wir sind dann hinterher bei 50%, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 25%, bin mir nicht sicher. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir Kunstschmied, verringert die Kosten beim Verschmieden von Ausrüstungsgegenständen, auch eine schöne Sache. Erhöht die Bevölkerung in der Hauptburg. Da haben wir Arzneimittel. So, und als allerletztes hier unten in unserem Forschungsbaum haben wir die Löschpumpe, verringert Brandschäden in der Hauptburg. Und das sollte ich vielleicht mir echt mal aneignen, das zu erforschen. Sind wir schon durch? Dann gehen wir mal in die militärischen Forschungen und hier Feldmanöver bin ich bei 5, erhöht die Rekrutierungsgeschwindigkeit in all euren Burgen und Gewaltmarsch hatte ich zu Ende gemarscht, erhöht die Reisegeschwindigkeit bei Einheiten, die ihr umstationiert, bin ich bei 100%, sehr geil. So, dann haben wir Marschformation, verringert die Reisezeit eurer Einheiten in andere Königreiche. Und Werkbank. Werkbank ist auch nice. Erhöht die Produktionsgeschwindigkeit von Werkzeugen in all euren Burgen. Also ihr seht, bei mir geht noch einiges. Ne? Auch das Schattengewerbe hier. Reisegeschwindigkeit der Armeen bin ich bei 60%. Ist echt geil. Also ich finde es nice, wie viel Prozente wir da machen können. Dann ist der Schichtdienst da. Der erhöht die Anzahl unserer Stadtwachen. Und in letzter Zeit fange ich echt eine Menge ab. Eine Menge fange ich ab, die mich ausspionieren oder sabotieren wollen. Dann kommen wir zum Rittertum. Das, ja, da kriegen wir mehr Erfahrungspunkte bei Kämpfen, hatten wir ja in dem neuen Forscherturm auch schon. Und Plünderbuchführung erhöht die Menge an Rohstoffe, die ihr bei den Angriffen erbeutet. Ist auch eine schicke Sache. Jetzt sind wir zum Beispiel, habe ich zweimal schon erforscht, wäre beim dritten Mal dann plus 24%. Der Gossenläufer, der erhöht die Anzahl unserer Agenten. Fünf Agenten können wir in der Anzahl dann mehr haben, wenn wir das alles erforscht haben. Lohnt sich auch auf jeden Fall. Und ja, anlässlich dazu, dass ich letztens eine Burg gesehen habe, die schon Level 41 ist und auch nur eine ein Wirtshaus hatte, bitte ich euch nochmal zu checken, Leute, gerade wenn ihr neu anfangt, ob ihr 3 Wirtshäuser habt. Ist wichtig. Und denkt bitte an die Dekoration, denn diese Burg hatte keinerlei Deko in ihrer Burg und das war natürlich dann komplett in den Miesen hier. Ja, ich habe die Burg jetzt aufgeräumt, beziehungsweise habe mich dann mit der Spielerin davor gesetzt und habe gesagt, das und das und das kannst du noch verändern und ich hoffe, ich habe ihr geholfen, ne? Also das, die hat wirklich, mit Begeisterung spielt die dieses Spiel und ich glaube, wenn man immer mehr herausfindet, spielt man dann noch mehr mit Begeisterung und ich bin echt happy, dass ich endlich mal jemandem im Real Life helfen konnte. Ja, so, Speerträger-Veteranen. Es gibt einige Leute, die wirklich diese Streitkolben-Veteranen und die Armbrustschützen-Veteranen nicht erforscht haben, müsst ihr selber wissen. Die haben eine lange Reisezeit, die kosten eine Menge, die fressen eine Menge und die dauern länger. Und deswegen, also ihr müsst dieses Zeug nicht erforschen. Ich habe einen gesehen, Leute, der hat so viele von den Streitkolbenträgern in seiner Burg, weil er einfach kann. Die sind schnell rekrutiert, die kosten wenig und hier Benny, 12 Play, ne? Der hat mir auch mal gesagt, sagte, ich erforsche die nicht mehr.
die Streitkolben-Veteranen. Also so lange wie es geht, erforsche ich die nicht und okay, Dev, ne, du kommst ja auch auf den Zweig hier, du musst die ja gar nicht erforschen, denn du kommst ja auch auf Elite-Training durch die. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, du musst die nicht erforschen, um auf Elite-Training zu kommen. Könnt ihr bitte auch mal kurz nachschauen? Wenn ihr die noch nicht erforscht habt, wenn ihr noch nicht weit genug seid, dann könnt ihr mal gucken, ob Elite-Training, also ob wir in diesen Zweig hier reinkommen, ohne die zu erforschen. Denn das wäre nämlich nicht schlecht. Also ich würde sagen, dass das wirklich gar nicht mal so schlecht ist, die nicht zu erforschen. Die machen ein bisschen Kampfkraft mehr, okay. Irgendwann kommt ihr dann aber in den Ruhmtitel vielleicht, wenn ihr auf Ruhm ausgeht, dass ihr dann Königsgarde rekrutieren könnt. Ich weiß, der Schreckliche zu halten ist verdammt teuer. Ich merke es jetzt beim der Unbeugsame. Ich habe gestern vielleicht 1000 Ruhmpunkte gemacht oder so und bin da wirklich am Kämpfen, dass ich der Unbeugsame bleibe. Ich möchte der Unbeugsame bleiben. Na, und jetzt habe ich auch meine Opfer da, die ich da immer... ja, dadurch, dass ich halt immer in der Eisburg kaputt gemacht werde, habe ich dann die Leute im Feuer kaputt gemacht und mir dann, können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall darauf eingehen, wie weit ich im Feuer bin, denn dadurch bin ich ziemlich weit gekommen. Ne? Also konnte ich einiges bauen. Ja, Elite-Training sind wir gerade dabei. Erhöht die Reisegeschwindigkeit aller Veteranen. Ja, der macht dann halt die Reisegeschwindigkeit der Veteranen wieder wett, weil die laufen echt so lahm, ey. Dann kommen wir zum Minnesänger. Der erhöht die erhaltenen Ruhmpunkte bei der Schlacht nochmal um 2%. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass wir jetzt zwei Möglichkeiten haben, ne? So, der Schwertkämpfer-Veteran ersetzt den Schwertkämpfer durch eine deutlich stärkere Version. Der Veteran kostet jedoch auch mehr Münzen und verbraucht mehr Nahrung. Da bin ich nicht so begeistert von dem Ding. Ich habe es erforscht, aber ich bin da nicht begeistert von. Kommen wir zum Kundschafter. Angreifende Armeen werden früher und genauer erkannt. Das ist auch eine super, super geile Sache, wenn ihr euch den Turm hier baut. Sag mal schnell, den Turm. Den Turm, der die Reichweite eurer Burg hier. Ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. So, freischalten mit Minnesänger Stufe 3 würden wir den Biografen. Der erhöht die gewonnene Ehre. Auch um 5%. Da könnt ihr dann locker flockig. Ich habe es jetzt fertig. Also die Kelchpunkte für meine Ehre habe ich gemacht. Und ja, da könnt ihr schön... Also auch hab auch ohne den Biografen geschafft. Ne? Ich sag nur Berrymont. Berrymont macht's möglich. So, den Miliz habe ich auch schon drin. Der ersetzt nämlich die bewaffneten Bürger durch eine deutlich stärkere Version. Ja, und da kann man schon mal schön auf Milizen treffen dann. Und die sind auf jeden Fall stärker. Finde ich gut. Ambulanzkutsche. Erhöht die Anzahl der Einheiten, die pro Slot behandelt werden können. Das ist jetzt halt für die Ambulanz, ne? Ja, finde ich sehr, sehr gut. Könnte ich vielleicht auch dann mal gucken. So, dann haben wir hier die Wehrpflicht. Erhöht die Anzahl der Miliz in eurer Burg. Finde ich auch gut. Plus 2%. Und hier, der ist doch süß, oder? Der Waldläufer. Eure angreifenden Armeen werden vom Feind später und wenig genauer erkannt. Finde ich cool. Finde ich echt nice. Müssen wir machen. 30% müssen wir mitnehmen. So, dann kommen wir zum Langbogenschützen-Veteranen. Ersetzt den Langbogenschützen durch eine deutlich stärkere Version. Der Veteran kostet jedoch auch mehr Münzen und seine Rekrutierung dauert länger. Und wir haben noch den Hellebardier-Veteran. Der ersetzt nämlich den Hellebardier durch eine deutlich stärkere Version. Der Veteran kostet jedoch auch mehr Münzen und seine Rekrutierung dauert länger. Wie gesagt, also das müssten wir auf jeden Fall nochmal freischalten hier. Ich glaube, das geht jetzt gerade nicht. Habe ich das denn hier oben schon? Boah, das geht von hier oben aus direkt, der Zweig. Auch nicht schlecht. Also könnten wir auf jeden Fall tun. So, den Schatzsucher. Erhöht die Chance, bessere Ausrüstungsgegenstände zu finden. Da wären wir wieder bei 5%. Können wir 5-mal ausbauen. Könnten 25% sein, wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung. Und der ist auch nice. Der Beehänder-Veteran. Der ersetzt nämlich den Beehänder durch eine deutlich stärkere Version. Ja, ja, ja. Wir können mal auf Info gehen. Und sehen, dass der Beehänder-Veteran eine Nahkampfangriffskraft von 125 hat. Und da können wir auch mal eben kurz Informationen holen. Ja, Stärke in der Verteidigung gegen Nahkämpfer 145. Ich guck mal eben ganz kurz, was unsere Wets hier sagen. Opala, 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 opala. Unsere Wets, was sagen die? Gehen wir das her und münzen mal eben kurz. Ich glaube, ich überziehe schon wieder einiges, aber ist nicht schlimm. Ich bin ziemlich früh dran und ihr kriegt die Folge, denke ich mal, heute auch noch rechtzeitig.
Da kann ich auch mal eben schnell meiner Ali helfen hier. Die sind nämlich wie wild am Rekrutieren. Ich habe auch noch ein Festlaufen. Eigentlich müsste ich jetzt mal eben schnell wenigstens in der Hauptburg. Und da können wir dann auch mal eben schnell schauen, was zum Beispiel dieser hier bringt. So, Stärke in der Verteidigung gegen Nahkämpfer macht der 150 und der ist 139. Gehen wir mal nochmal in den Forscherturm rein. Wundert euch nicht, ihr denkt wahrscheinlich, warum hat die jetzt hier nichts drin und ist trotzdem eine Miese. Meine Devs sind alle beim Turm. Ich habe ja 1000 Devs zum Turm hinzuschicken. Da ist er. 145. Nice. Und 134. Ja, nice. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Was fressen die denn, die Tiere? Die sehen ja echt aus wie Tiere. Ich kann übrigens jetzt auch den Forscherturm noch mehr erhöhen, ne? Erhöht die Forschungsgeschwindigkeit. Das wäre auch nice. Aber ich habe jetzt im Moment keine Rohstoffe. Was habe ich gesagt? Was fressen die? Auch 4. Nur, das geht ja. Und die sind auch echt cool. Die würde ich auch mal gucken. 114. Ma, so cool sind die gar nicht. Ja, und dann sind wir auch schon durch, meine Lieben. Dann haben wir uns den Forscherturm angeguckt. Ich lege da jetzt nicht so ganz, ganz viel Wert drauf. Sollte ich vielleicht machen. Also in meinem Level 70, Legenden-Level 8, sollte ich vielleicht schon ein bisschen weiter sein. Ich werde mich bessern. Jetzt gerade, ich bin halt auch in einer blöden Situation halt auch Level 70 geworden. Die Leute, die halt vorher die Legendary Level noch nicht hatten, die konnten sich vielleicht dadurch ein bisschen ausruhen und konnten ihre Forschungen machen, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich jetzt halt die Legendary Sachen alle bauen kann und meine Produktion auf jeden Fall dadurch verbessere, wenn ich hier die Forsthäuser und alles baue, ja, dadurch habe ich halt so ein bisschen Rohstoffschwind. Der Krieg jetzt hier, ne? Der ist echt krass. Also der geht jetzt schon 6 Monate und ist auch nicht irgendwie, ja, in absehbarer Zukunft irgendwie möglich, da den Krieg zu beenden. Und deswegen, also ich weiß nicht, wann ich hier endlich mal wieder, ja, zu irgendwas komme. Ne? Muss ständig meine Rohstoffe verschippen. Ihr wisst ganz genau, was da jedes Mal, ja, guck mal, ich habe jetzt im Moment einfach nur 446 Eisenerz hier, weil ich alles weggeschickt habe. Und habe jetzt auch wirklich nur die Produktion meines Eisenerzes hier. Ja, wann ich demnächst mal wieder andere Legendengebäude bauen kann, ist echt nicht absehbar. Es tut mir leid, wenn die ein oder anderen vielleicht die Folgen, die ich im Moment rausbringe, nicht so spannend finden oder so. Ihr müsst die ja nicht gucken. Also, ne? Also, keine Ahnung. Dann guckt halt auf den Titel. Wenn euch zum Beispiel jetzt der Titel der Forscherturm irgendwie gefällt, dann schaut's an. Wenn ich irgendeinen belanglosen Titel habe, dann schaut es euch nicht an. Ihr müsst es ja nicht, ne? Leute, ich finde es trotzdem geil, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich immer wieder, eure Kommentare zu lesen übrigens und darauf auf einzugehen. Noch geht's ja, ist ja nicht so viel, was da kommt. Ja, und ich wünsche euch einfach noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Samstag wieder. Nein, vielleicht eventuell am Samstag nicht, denn ich bin nicht da. Ich bin auf Schalke. Ich weiß nicht, ob ich Freitag irgendwas zu berichten habe. Mal gucken. Ich bemühe mich natürlich, dass trotzdem am Samstag dann... Ach, wir sehen uns auch noch am Donnerstag in der Burgenfolge. Was erzähle ich denn da? Also, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss, Sikowski.